Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Es ist Mittwoch. Wir haben kurz aufs Datum geguckt, den 17.06. Mitte Juni, kurz vor dem großen Verfall, schauen wir heute auf ein paar Währungen. Im Punkt oder auf den Punkt gebracht ist das britisches Pfund, US-Dollar, US-Dollar, norwegische Krone und britisches Pfund, kanadischer Dollar. Das hatte ich schon geschrieben in der kleinen Vorankündigung, dass das Ganze auch vorab beschrieben im Blog steht. Wer nicht weiß, wo er den Blog findet, das möchte ich gleich mal noch zeigen, weil ich letztens eine Anfrage bekommen habe, wo man das denn nachlesen könne. Kurzen Augenblick, geht sofort los. Hier einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Und wenn Sie das machen, einfach auf den Blog klicken und wer das gemacht hat, kommt in die Beträge, nein, Beiträge von mir. Also das, was ich hier morgens immer sozusagen verfasse, geht vor den Sendungen immer, in der Regel immer im Vorfeld raus via Blog-Eintrag. Und dann kann man nachschauen, sich das Ganze anschauen. Und wer hier reinklickt, beispielsweise hier den Artikel vom 9.06. mit Blick auf Gold. Gold kommt kurzfristig unter Druck, sieht sozusagen nochmal das gesamte Szenario, was wir hier hatten. Und unten dran die entsprechende Videobesprechung. All das, wie schon gesagt, im Blogbeitrag. Wer das finden oder schnell suchen möchte, diejenigen, die auf Facebook zuschauen, die wissen ja, die kriegen es immer. Ansonsten, ich mache gleich mal kurz noch den Block oben rein, kurzen Augenblick. Ich schicke das Ganze mal kurz durch hier über die Kommentarfelder auf Facebook und auch natürlich hier bei uns im Chat auf GoToWebinar. Übrigens, wer zuschaut, jetzt hier an dieser Stelle auch live gerne die ein oder andere Frage stellen, rein in die Chats damit und ich gehe gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt entsprechend mit ein. Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserem alltäglichen Geschäft. Zuerst der Risikohinweis, natürlich bitte immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Die anderen Dinge im Risikohinweis sind hier entsprechend abgebildet. So, guten Morgen, Grüße kommen auch, das ist fantastisch. Wir machen weiter mit einem Blick auf die Nachrichten. Aus der Nachrichtenseite heute Nachmittag haben wir ein bisschen was. Wir haben interessante Nachrichten aus Japan bekommen. Heute Nacht um 1.50 Uhr sind die Meldungen über die Ticker gelaufen zum Thema Handelsbilanz für den Mai. Grottenschlecht, nicht ganz so schlecht die Schrumpfung wie im Vormonat. Aber wenn man mal sieht, was die Prognose war und wie stark die Handelsbilanz dann am Ende doch zurückgegangen ist, das ist schon deutlich über den Erwartungen gewesen hier. Wenn man das mal grob über den Rahmen nimmt, kann man sagen, dass sich die Analysten ca. 50% daneben lagen. 560 Billionen Rückgang war die Erwartung, 833 sind es gewesen. Das spricht für sich, würde ich sagen. Vormonat waren 931. Das ist die Bilanz für den Mai. Die Schrumpfung aus Großbritannien. Haben wir Infos zum Verbraucherpreisindex bekommen. Gut, was wir da sehen, ist echt keine Überraschung. Das ist eine Stagnation. In der EU geht es ja ganz genauso. Beziehungsweise in Deutschland. Wir kommen bei der Inflation auch nicht voran. Wie denn auch? Das ist ja alles sozusagen momentan in einer Situation, wo es dann nicht wirklich vorangehen kann. Und natürlich diese schrumpfende Inflation ist natürlich auch von Vorteil für die Gesamtsituation, für die Verschuldung der Staaten und so weiter und so fort. Also alles zusammen ein Bild, wo man sieht, die Preise kommen nicht so richtig voran. Das steht vom Prinzip her da. Die Notenbanken haben da ja ein etwas anderes Ziel. Was wartet heute im Laufe des Tages noch auf uns an wichtigen Nachrichten? Um 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex für die Eurozone, also für Europa. 13 Uhr dann den Ölmarktbericht. Heute ist so ein bisschen Ölmarkttag. Wir kriegen heute Nachmittag aus den USA um 16.30 Uhr ja auch die Nachrichten zu den aktuellen Rohöllagerbeständen. Vorher gibt es dann noch eine Rede von EZB-Vize um 13 Uhr und um 14.30 Uhr aus den USA noch die Baugenehmigung. Das Ganze haben wir am Nachmittag und dann nach Handelsschluss in Deutschland um 18 Uhr nimmt der FED-Vorsitzende Powell Stellung. Das kann immer etwas für die Märkte an Bewegung bringen. Das zur klassischen Planung. Hinweis an dieser Stelle natürlich auch immer, bitte bei den eigenen Währungspaaren auch mal schauen, was hier für Bewegung sorgen könnte. Also wenn man beispielsweise hier das Thema Öl auf der Uhr hat, wir haben ja heute auch den kanadischen Dollar mit auf der Uhr hier, könnte das unter Umständen auch Bewegung geben,
Die Petrowährungen sind davon ab und an betroffen, manchmal stärker, manchmal nicht ganz so stark, aber man sollte es einfach entsprechend auf der Uhr mit haben. Das die Tagesnachrichten und damit gehen wir hinein in die entsprechenden Charts an dieser Stelle. Wie immer hier im Blick der MetaTrader mit dem Stereo-Trader in Zusammenarbeit. Und hier, wir sehen es auch schon, die Trenderkennung. Das macht das MTON-Live-Signal. So, da mache ich den Bildschirm mal noch groß an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, wir legen los hier mit den Währungen. Wie schon gesagt, Fragen sehr, sehr gerne rein in die Chats. Da gehe ich gerne auch drauf ein. Jetzt gehen wir mal ein in die Währungen. Und zwar starten wir mal durch hier mit dem Währungspaar US-Dollar. Norwegische Krone. Interessant, was hier zu sehen ist. 4-Stunden-Chart sehen wir. Der Abwärtstrend wurde mit einer ordentlichen Dynamik rausgenommen. Es hat sich untergeordnet auch ein Trend gebildet, aber die ganze Geschichte ist doch deutlich unter dem Verkaufsbereich bei 9,88 zum Stehen gekommen. Das Zwischenhoch, wo ein starker Abverkauf gestartet hat, hat dieser Abmove hier bei 9,81,12 markiert und seitdem ging es nach unten, deutlich nach unten. Dieser kleine Trend, der sich hier nach oben gebildet hat, ist schon wieder rausgenommen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie kann es denn entsprechend weitergehen? Wenn wir mal sehen, wir sind hier oben reingelaufen. Wir sind hochgespiked, wir befinden uns momentan mal wieder in so einer ziemlich weiten 4-Stunden-Kerze drinnen, wo die Märkte immer mal so ein bisschen hin und her schwingen können. Von der Seite her, eins sollte man auf dem Schirm haben, die Oberseite und die Unterseite dieser Kerze für die kleinen Bilder, also obenrum ungefähr die 9,64 etwas unter 3 und unten, wartet, ich ziehe das Ganze auch mal noch mit runter hier, das wäre dann die untere Marke, das wäre ungefähr die 9,47,7, so grob über den Daumen. Für das Kurzfristige, für die Entscheidung geht es oben drüber, dann sehen wir eher die Tendenz zur Oberseite hin, das wäre dann auch der Rhythmus, der in dieses Bild hier, in dieses Aufwärtsbild, was diese blaue Linie gezeichnet hat, auch passen würde, dann wäre erst einmal kurzfristig natürlich Orientierung zur Oberseite angesagt, erster Anlauf auf Punkt an dieser Stelle hier die 9,81,12 und darüber hinaus dann selbstredend hier dieser Verkaufsbereich, als sich der Trend hier nach unten fortgeschoben hat, die 9,88. Das sind die Marke, die wir hier auf der Oberseite haben. Geht der Verkaufsdruck allerdings in die nächste Runde, dann werden wir sehen, fallen wir nicht nur unter das Tief dieser starken Außenkerze, sondern auch unter das Zwischentief um die Marke von 9,45,2 und dann sollten wir gucken, was macht der Markt denn hier an diesem Bruchbereich. Um die Marke von ca. 9,42,2 schiebt es den da drunter, dann ist der Weg nach unten frei, dann können wir hier relativ flott uns die Orientierung nehmen an der Marke von 9, was haben wir hier, 9,19,6, das wäre der Bereich unten rein. Wenn wir uns das übergeordnete Bild mal anschauen, würde das auch relativ gut passen. Umkehr hier, die Bestätigung zögert noch ein bisschen, aber wenn wir hier tatsächlich drunter wegfliegen, unter diese blau markierte Linie, die ich gerade im 4-Stunden-Chart gezeigt hatte, das wäre dann schön das Zeichen für die Bewegungsfortsetzung zur Unterseite und wie schon gesagt, Anlaufbereich hier unten dann die Unterstützung. Und die Unterstützung hat halt auch eine gewisse Relevanz. Ich zoome es mal noch eher zusammen. Schaut mal, das war hier drüben dieser Wechselbereich, als wir von unten nach oben wollten. Da hat es eine ganze Weile gedauert, dann sind wir nochmal abgeprallt, dann sind wir wirklich drüber, kurz gehalten und dann kam der Schub nach oben. Also eine sehr, sehr beachtenswerte Marke, die wir hier haben. Und wie schon gesagt, wenn wir tatsächlich hier unten drunter rausnehmen, dann kriegen wir eine schöne Bestätigung für die Abwärtsrichtung auf Tagesbasis. Ja, und dann können wir uns schön erst einmal unten hier am Zwischentief bei 9,1963 orientieren und den Weg nach unten ebnen. Hier mit Blick in US-Dollar, norwegische Krone. Das war mal das große Bild auf Tagesbasis. Vorher hatten wir hier schön den Trendverlauf im 4-Stunden-Bereich. Wie gesagt, die Korrektur haben wir hier gesehen und jetzt wird sich zeigen, wie es hier entsprechend weitergeht. Wir machen weiter mit dem nächsten Währungspaar und zwar gehen wir mal auf das Währungspaar britisches Pfund, kanadischer Dollar. Muss ich raussuchen, suche ich jedes Mal. Hier haben wir es, da ist er, britischer Pfund, kanadischer Dollar, hochinteressant, Doppeltop im 4-Stunden-Chart. Und wenn wir mal schauen, wo das Doppeltop entstanden ist, hier schaut mal, das ist schon eine Linie, die vom Markt Beachtung gefunden hat. Auch wenn man mal so ein bisschen ins größere Bild reinschauen will und das Ganze sich rannimmt, schaut mal hier, aufgesetzt, hochgedreht, hier etwas Kampf vorher um diese Linie, dann der starke Bruch und jetzt sind wir sozusagen von unten rangelaufen, abgeprallt, das sieht mir eher nach einem Doppeltop aus und der Chance für weiterfallende Kurse, aber auch hier bitte nicht vergessen, wo die aktuelle Verortung ist. Die Verortung ist momentan hier in diesem Unterstützungsbereich, wir sehen es hier unten um die Marke von 1,70
Und wenn wir hier abprallen, dann können wir hier eine Trading Range etablieren, dass wir hier nicht nur zweimal aufgedutzt sind und dann durchbrechen, sondern den Weg nach oben antreten, ist typisch für eine Range. Prallen wir, wie schon gesagt, nach oben ab, haben wir gute Karten, in die Oberseite reinzulaufen. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz im 15-Minuten-Chart anschauen wollen, raffe ich das mal eher zusammen. Da sehen wir es auch hier unten, der erste Test. Etwas Bouncing und dann ging es schön nach oben. Ähnliches kann hier folgen. Das heißt, sobald sich hier unten ein Abreißszenario etabliert, das heißt, wir hier einen Aufwärtstrend sehen. Momentan haben wir hier noch einen Abwärtstrend, aber sobald wir hier abspringen und nach oben laufen in einem Aufwärtstrend, könnten wir relativ gut und schnell nach oben mit reinlaufen. Anlaufpunkte, die wir hier mit drinnen haben, im kleinsten Bereich wäre mal möglicherweise dieses Bruchlevel hier. Also wir sehen dieser Bereich, ich mache hier mal ganz kurz etwas drum, also dieser Bereich hier, er ist ja ein Bereich, der Marktbeachtung auch hatte. Hier haben wir ein bisschen gedreht, hier sind wir draufgelaufen, drüber, hier sind wir komplett gebrochen. Also das wäre schon mal hier um die Marke von 1,7048 wäre mal ein Anlaufbereich. Und für die Kurzfrist-Trader, die hier unterwegs sind, die könnten dann auch relativ schnell sich mal an ein paar Swing-Highs hier orientieren. Die lege ich einfach mal ganz flott in den Chart entsprechend auch rein, hier an dieser Stelle, und da wäre es so hier an diesem Punkt 1,71, 1,7095 und 1,70 knapp 8. Das wären mal die Marker, sollten wir tatsächlich hier über die 1,7048 drüber fliegen. Das wohlgemerkt ein Abpreisszenario, da brauchen wir allerdings hier unten erstmal die Bestätigung. Fallen wir drunter, wie schon gesagt, das hatte ich gerade auch avisiert, das wäre dann ganz klar das Zeichen, dass wir hier die Unterseite präferieren. Das wäre ein Bruch dieses Supportbereiches, da wäre diese Trading Range auch erst einmal nach unten rausgenommen. Anlaufpunkte. Hier können wir uns auch wieder sehr, sehr schön im alten Trendverlauf suchen. Da können wir uns schön die Orientierung an den Lows nehmen. Ein paar Punkte, die wir hier haben, sage ich mal, die wir beleuchten können, wäre hier einmal dieses Spike Low um die 1,6925. Dann hätten wir hier den Bereich, der auch zweifach getestet wurde, um die 1,688. Und dann haben wir hier das Zwischentief bei 1,685. Das sind die Marker, die wir unten entsprechend stehen hatten und die durchaus auch für Bewegung im Index, nein, nicht im Index, im britischen Pfund, kanadischen Dollar sorgen können. So, das wäre es für das britische Pfund, kanadische Dollar. Und jetzt gehen wir zum Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Hier kommt auch nicht wirklich Ruhe rein. Das Hin und Her geht definitiv weiter. Ich mache mal kurz den Tageschart an dieser Stelle auf. Rutscht den mal eben ins rechte Licht hier an dieser Stelle. Und was wir hier sehen, ist einfach ein Markt, der hin und her schwingt in einer größeren Seitwärtsphase, auch mit ist. Zum Thema Seitwärtsphase sprechen wir diese Woche Freitag. Ich hatte das ja für letzte Woche Freitag avisiert, dass wir uns hier mal einen großen Blick über die Währungen anschauen und uns mal einfach die allgemeine Situation anschauen, wie die Währungen dort sind und was man daraus für das Trading, für die Trading-Ansätze herauslesen kann. Das wollte ich letzte Woche Freitag machen, aber da hatten wir so viele andere Themen auf der Uhr, dass ich gesagt habe, das verschieben wir auch eine Woche. Deswegen schauen wir da diese Woche Freitag drauf, um einfach mal zu sehen, wo wird hier gespielt, was wird gespielt, wie sind die Bewegungen, also so über den Daumen mal die Großwetterlage bestimmen, damit man sieht, was hier entsprechend los ist. Also schauen wir mal kurz aufs britische Pfund. Hier oben dieses rot gestrichelte Kästchen hier an dieser Stelle, das könnte ich problemlos hier an dieser Stelle noch weiter nach drüben ziehen. Ich versuche es auch mal, ob ich es schaffe. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Ich kriege das Kästchen nicht markiert. Naja, gut, okay, alles klar, dann lassen wir das mal. Also, was ich damit sagen wollte ist, der Bereich hier, wo diese Linie liegt, das hier, das kann ich auch noch rüberziehen, das ist ein Marktbereich, der schon von Marktbeachtung gefunden hat. Hier drüben sind wir immer runtergefallen, hier sind wir einmal drüber gelaufen, dann gab es eine deutliche Dynamik und dann sind wir hier wieder drunter gekommen. Und momentan will der Markt einfach nicht so richtig über diese 1,2725 drüber. Wir haben es gesehen, der Schub kam oben drüber. Wir haben hier das Zwischenhoch rausgenommen. Ich zoome es mal kurz etwas näher ran. Hier oben, da war ein Doppeltop, hier ganz grob über den Daumen 1,2648. Das Doppeltop hier sind wir schön drüber gelaufen, aber oben im Hoch die 1,2813 wurde hier markiert. Dann sofort der Abverkauf und jetzt will der Markt hier nicht mehr wirklich nach oben. Wir sehen es, es ging nach unten. Wir sind hier im Drehbereich, im ganz, ganz leichten Drehbereich um die 1,245 angekommen. Drehbereich deshalb, weil wir hier rangelaufen sind nach unten. Also wir haben uns um diese Marke hier schon immer mal so ein bisschen gedreht. Nicht knapp, sondern auch ziemlich ausleitend in Teilen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine Entscheidungslinie. Hier sind wir vor zwei Tagen aufgelaufen nach oben. Aber wir sehen es, der Markt hat bis jetzt die höheren Kurse wieder
zum Verkauf genutzt. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wo geht es weiter. Wenn wir tatsächlich den Weg nach oben einschlagen wollen, müssen wir, wenn wir uns die kleineren Zeiteinheiten anschauen, definitiv erst einmal hier oben über dieses kleine Hoch, ich habe jetzt diese Linie so ein bisschen verschoben, also knapp die 1,2687 in etwa, da müssen wir wirklich drüber. Also das, was wir jetzt hier sehen müssen, um da oben rauszukommen, ist wirklich, um das bullische Szenario auch wieder in Gang zu bringen, ist, oh, das kann man schlecht lesen, wartet mal kurz, ich lösche das mal. So, und dann mache ich die Schriftfarbe mal anders. Was wir definitiv brauchen, ist, wir brauchen eine Bestätigung vom Markt, dass er hoch will. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier die Bullen wieder zurück haben wollen, brauchen wir so ein Bild, dass wir wirklich die Chance haben, nach oben zu laufen. Das brauchen wir, das muss kommen. Das Szenario ist durchaus da, das ist nicht vom Tisch zu wischen. Das ist also die Chance, wenn wir hier tatsächlich durchlaufen nach oben hin, aus dieser Konsolidierung nach unten raus, wieder nach oben, wäre das von Vorteil. Die Chance ist deshalb da, weil wir hier diesen Trend, der nach unten gelaufen ist, also nach dem Abprall hier, sehen wir im 4-Stunden-Chart auch den Abwärtstrend, der ist hier erstmal rausgenommen worden, als wir hier über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen ist. Und jetzt wäre es halt wirklich tatsächlich wichtig, keine Wiederaufnahme dieser ganzen Systematik zur Unterseite, sondern tatsächlich den Weg nach oben. Wiederaufnahme zur Unterseite würde bedeuten, wir laufen hier unten runter, wartet mal, hier unter dieses Tief durch. Das heißt, hier im Kleinen schwingt dann wieder ein neuer Trend nach unten und wir laufen dann als nächstes die 1,245 an. Heißt, das wäre die Short-Seite. Wenn das passiert und wir unter die 24,5 laufen, dann sehen wir auch aus der Chart-Historie, dass wir deutlich Potenzial zur Unterseite haben. Und da können wir uns hier an Swing-Lows bzw. wichtigen Zwischenmarken orientieren. Und da haben wir auch einige auf der Uhr, hier die 1,2295, 1,2232 und die 1, was haben wir hier unten, 1,216. Das sind die Marker, die wir unten drunter im Chart entsprechend stehen haben im Chart. Das wäre die Unterseite. Da ist viel Potenzial da. Ja? Aber wie schon gesagt, ich hatte es auch im Blog, glaube ich, geschrieben, wir haben natürlich auch die Chance, nach oben zu laufen. Und die Chance ist da. Und wenn wir uns das mal im kleinen Bild kurz anschauen wollen, hier, ich mache mal kurz den Timeframe rein. Das ist sozusagen jetzt der Trend, der hier nach unten gelaufen ist, in der kleineren Zeiteinheit. Und wir sehen, im Kleinen trendet es jetzt schon wieder hoch. Was jetzt wichtig wäre, ist, um hier eine Umkehr ins Bild zu setzen, in Szene zu setzen, ist, dass der Markt dieses Trendhoch hier rausnimmt. Das heißt, dass dieser kleine Aufwärtstrend, der sich jetzt hier untergeordnet im 15-Minuten-Chart gebildet hat, wieder nach oben dreht. Und dann haben wir tatsächlich die Chance, hier in Richtung der ersten dynamischen Aufwärtsbewegung, die wir im 4-Stunden-Chart gesehen haben, wieder reinzulaufen. Das ist notwendig, da müssen wir drüber. Und wenn dieser Trendverlauf kommt, das wäre dann sehr, sehr interessant. Im kurzfristigen Bereich haben wir dann natürlich auch noch Anlaufpunkte. Hier dieses Zwischenhoch am Bereich dieses Verkaufstiefs hier. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und dann können wir uns zur Oberseite orientieren. Also das mal der Blick aus den 15 Minuten sozusagen in das, was in der Stunde passiert. Und wenn das, was in der Stunde passiert, umgesetzt wird auf die Long-Richtung, ja, dann haben wir das gut und gerne die Chance, in dem 4-Stunden-Chart oben reinzulaufen auf die 1,268. Da ist viel Luft nach oben hin. Und wenn das rausgenommen wird, dann ist das ein Zeichen, dass die Bären auch in den größeren Zeiteinheiten so langsam auf dem Rückzug sind und die Bullen versuchen, die Vorherrschaft wieder zu übernehmen. Und das fließt dann sozusagen im Tageschart in das Bild ein, dass wir sozusagen die Verkaufskerze hier von gestern negieren, oben drüber laufen und dann haben wir wirklich mittelfristig auch die Chance, hier im Tagesschatten Aufwärtstrend zu etablieren, der sich dann weiter nach oben entwickelt. Also auch hier haben wir jetzt aktuell wieder ein schönes Bild, eine schöne Chance, die Richtung zu ändern. Sollte das allerdings nicht kommen, haben wir auch relativ zeitnah hier ein mögliches Entscheidungslevel vor uns liegen. Die kurzfristigen Trader schauen also ganz genau hin, was passiert am heutigen Tief hier. An diesem Low, was wir haben, brechen wir da drunter, sehen wir kurzfristig die Orientierung erstmal bei 1,245, springen wir aber nach oben, dann eher die Oberseite bei 1,268 im britischen Pfund US-Dollar. Damit hätten wir die drei Währungspaare besprochen. Jetzt blicke ich nochmal kurz in die Fragefilter, ob wir was haben zum Analysieren. Im Facebook nichts. Ah, ich sehe es im GoTo-Webinar haben wir die Frage, ob ich nochmal auf britisches Pfund, japanisches Yen schauen kann. Selbstverständlich kann ich das. Das ist kein Problem. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Britisches Pfund, japanischer Yen. So, da ist er. Wir starten ja mal kurz durch mit dem Tageschart an dieser Stelle. Hier, ich rück's mal etwas ins rechte Licht.
Jo, was sehen wir hier? Wir sehen mal wieder eine schöne Flagge. Flaggen funktionieren momentan im FX-Bereich übrigens nicht ganz so gut. Das habe ich gemerkt in den Trades, die ich in diese Richtung versucht habe abzusetzen. Flaggen sind generell ein schönes Szenario, um aus Korrekturen raus zu traden. Wenn sie allerdings extrem scharf und weit in die Korrektur reinlaufen, sind die momentan relativ fehleranfällig. Das muss man wissen. Das kann man dann als Trading-Setup nutzen für das Kurzfristige. Das heißt, wenn wir sehen, der Ausbruch nach oben kommt und wird wieder abverkauft, dann kann man hier relativ flott die Chance ergreifen und nach unten rumdrehen. So geschehen hier im Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Wenn wir uns mal sehen, wir haben hier unten eine schöne Umkehrkerze bekommen. Die wurde auch nach oben bestätigt. Wenn wir uns den 4-Stunden-Trend mal kurz anschauen, schaut euch den mal an. Der lief hier nach unten rein. Er wurde rausgenommen hier. Wir sind übers Zwischenhoch drüber gelaufen. Und dann kommt direkt wieder der Abverkauf. Was jetzt halt wirklich fehlt, ist der Schub nach oben. Also auch hier, wir brauchen es ganz klar. Hier, das war die trendbrechende Bewegung an dieser Stelle. Die brauchen wir ganz klar. Das ist sehr, sehr wichtig. Wartet mal, ich mache das mal kurz in Blau, damit wir die Umkehr hier erkennen können. Das war der Schub nach oben, ja. Und damit folgt als nächstes die Gegenbewegung. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass diese Gegenbewegung den Weg nach oben findet. Wenn sie das tut, dann haben wir gute Chancen, tatsächlich nach oben zu laufen. Das heißt, wenn wir hier den Abprall von unten sehen, oder was heißt Abprall, die nächste Aufwärtsbewegung hier oben rein auf die Oberseite, dann haben wir Chancen, einen Gegentrend zu bilden. Dann haben wir sozusagen im 4-Stunden-Chart wieder einen Aufwärtstrend und der dann in Richtung dieser initialen Dynamik läuft. Und da haben wir ja auch schon den Markt nach oben trenden. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das an dieser Stelle sehen und damit hier sozusagen den Markt nach oben begleiten können. Das brauchen wir. Genau dieses Szenario brauchen wir. Mal schauen, ob sich das heute auch entwickelt, um dann nach oben reinzulaufen. Ansonsten sollten wir tatsächlich hier das tun, was in letzter Zeit öfter passiert ist, eher die Unterseite präferieren und da wäre der nächste Anlaufpunkt mal hier dieser Umkehrbereich, dieser Schwungbereich um die 1,332 bis 1,328. Den hatten wir hier schon mal beleuchtet. Das sind die Marke, die wir hier definitiv auf der Uhr haben sollten. Das heißt, nach oben hin, wenn wir hier eine Umkehr bekommen, haben wir die Chancen, oben reinzulaufen. Das heißt, hier oben drauf die Marke mal von 1,3634, so grob in etwa, das wäre der Anlaufbereich und wenn wir da tatsächlich drüber schwingen, haben wir schönen Aufwärtstrend und das wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen. Das Ganze mal zu sehen in der kleineren Phase noch, das heißt, wer das traden möchte und hier möglicherweise den Richtungsgeber die 4 Stunden nimmt, die 4 Stunden haben wir jetzt den Abwärtstrend rausgenommen und die Chance tatsächlich einen Aufwärtstrend zu bilden, der guckt sich hier einfach die kleinere Zeiteinheit an. Und da sehen wir jetzt die Korrektur. Das ist das, was ich hier blau markiert habe. Das ist der Korrekturtrend, den wir hier nach unten am Laufen haben. Und wir sehen es auch hier im kleinen untergeordneten Bereich. Trendet der schon leicht nach oben, was jetzt hier sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier dieses Zwischenhoch rausnehmen. Dann haben wir aus technischer Sicht erst einmal die 15 Minuten nach oben trendend, auch richtungsführend in Richtung der initialen Dynamik, die wir auf dem 4-Stunden-Chart gesehen hatten, die jetzt gerade korrigiert wird. Dann läuft das Ganze sozusagen wieder in diese Richtung hier, der ersten initialen Sache. Und wenn das dann rausgenommen worden ist, dann haben wir gute Chancen, nach oben zu laufen. Dann können wir uns an den Zwischenhochs orientieren. Und wenn wir dann bei oben bei 1,3634 in etwa weitere Kaufstärke reinkommt, dann haben wir den Aufwärtstrend in dem 4-Stunden-Chart. Und das wäre dann das passende Bild für das, was wir hier auf der Tagesbasis sehen. Mit Blick in britisches Pfund, japanisches Yen in 3 Zeiteinheiten, Tag, 4 Stunden und 15 Minuten. Mal so ganz grob als klassische Planungssache. Gut. Dann hätten wir das. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch mal ganz kurz die Zeit, um den DAX anzugucken. Der macht natürlich wieder Freude. Wir haben es gesehen, die Umkehr unten raus, die kam sehr schön und hat uns den Gefallen getan, nicht nur das Signal zu geben, sondern auch die Bestätigung des Ganzen. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, schaut, das ist die Korrektur gewesen. Hier unten ist die Umkehrsituation entstanden, die Long-Umkehrsituation. Und dann geht es hier entsprechend nach oben mit. Also das sind die Dinge, wo man gut lesen kann, dass der Markt tatsächlich hoch will. Es läuft momentan weiter nach oben. Ganz klar, wir haben natürlich auch immer Abwärtsrisiken, ja. Aber wenn wir uns das Ganze mal für die heutige Tagesplanung auch anschauen wollen, ich raff's mal kurz zusammen hier an dieser Stelle, dann sehen wir ganz klar hier in diesem Bereich die Marke, wo wir jetzt so ein bisschen kleben dran, die 12.360 bis 12.400 Punkte Marke. Das ist schon ein Bereich, der hat eine gewisse Relevanz, halt auch als Widerstand. Aber
wenn wir dieses Level jetzt tatsächlich nicht nur überschritten, also kurz überspiked haben, sondern tatsächlich nach oben rausnehmen, dann haben wir wirklich gute Chancen. Das heißt, die kurzfristigen Anlaufmarker, die wir hier für das Intraday-Trading auf der Oberseite haben, sind, aufgepasst, hier erstmal dieses Hoch, das Zwischenhoch, das ist das Tageshoch von gestern. Das liegt hier ganz grob um die Marke in diesem Chart von 12.434 Punkten. Das wäre mal der erste Anlaufbereich. Und wenn der tatsächlich wegfliegt, dann wäre die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite die 12.500-Punkte-Marke. Und das sehen wir, das war hier oben ein Verkaufsbereich. Hier hat es erst ein bisschen gehalten, dann haben wir abverkauft, dann gab es einen Testversuch, der lief wieder nach unten. Das war Verkaufsdruck. Sollten hier an dieser Stelle jetzt natürlich Absicherung Order liegen, dann wissen wir, was passiert. Der Markt schiebt weiter nach oben und dann können wir uns hier auf der Oberseite weiter orientieren. Gerne an den Swing Highs, die wir hier haben. Ich markiere es einfach mal ganz grob und zwar die 12.615 und 12.664. Das sind die Marker, die wir hier im DAX zur Oberseite haben. Das Ganze auf der Unterseite noch ein bisschen mit beleuchtet, müssen wir natürlich auch sehen, wenn sich der Markt hier tatsächlich nicht vom aktuellen Widerstandslevel knapp um die 12.400 Punkte oder 12.360 lösen kann, dann sieht die Unterseite natürlich auch planbar anlaufbar an. Und wenn wir das Ganze einfach mal nehmen hier und nach oben ziehen, schaut mal hier, da haben wir einen Schwungbereich ganz knapp um die 12.215 Punkte Marke. Dann haben wir hier den Umkehrbereich als dieser, sage ich mal, ehemalige Widerstand hier um die 12.173 Punkte Marke rausgenommen worden haben. Das ist ein Anlaufbereich und wenn wir das mal sehen hier, dann können wir ganz klar sagen, hier haben wir ein paar Spikes unten drin, auch im Stundenchart, wo mal kurz nach unten gelaufen ist, der Markt sofort wieder reingegangen sind. Das sind Drehpunkte zur Unterseite hier in Zahlen genannt, 12.100, gut 48 und 12.127 Zähler. Das sind die Marken zur Unterseite. Also da haben wir einen Schwungbereich, der Luft nach oben und nach unten hat. Das sind so Marken, die ich für den heutigen Tag als wichtig erachte, die man durchaus als planbare Anlaufmarken sehen kann. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, in welche Richtung sich der Markt entscheidet. Grundsätzlich spielt der Markt wieder die positiven Bilder. Das Thema vom Wochenanfang ist abgehakt, wo wir gesehen haben, in Peking gibt es neue Aus- oder einen neuen Ausbruch vom Coronavirus. Das scheint der Markt momentan zu negieren. Die positiven Meldungen aus den USA, dass die Fed das Anleihekaufprogramm ausgeweitet hat und auch Unternehmensanleihen sozusagen kauft, das hat die Märkte hier beflügelt, nach oben getrieben. Das Ganze sehen wir hier als positiv und das spielt entsprechend auch der DAX. So, damit hätten wir die Marken entsprechend auch beziffert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Gutes Trading für heute und bis morgen um 8:30 Uhr zur Live-Besprechung von ein paar Handelsideen. Danke und tschüss.